Moin Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bevor ihr fragt, nein, ich habe es immer noch nicht geschafft, Amiibos einzuscannen, um meine Pfeile mal wieder aufzufüllen. Das mache ich vielleicht das nächste Mal dann erst. Aber erstmal werden wir jetzt hier noch die letzten Crocs holen, die ich mir hier markiert habe. Keine Sorge, ich habe mir auch noch ein paar markiert, die werde ich mir noch nicht holen. Die hole ich mir wahrscheinlich erst, hier sind schon auch noch ein paar irgendwo hier. Wenn ich nochmal zum Stall der Ebene mich teleportiere, deswegen macht das jetzt keinen Sinn. Aber die hier würde ich gerne holen, dann noch die zwei hier hinten. Und den, ja, dann sollte es reichen. Dann gehen wir nochmal zu den Heberbergen. Denn ich würde gerne tatsächlich, die Schreinquest hier abschließen. Man sieht auch übrigens unten rechts, versteckte Schreine gefunden, 35 von 42. Es kann sein, dass wir mehr gefunden haben von den Schreinquests, aber die Schreinquests noch nicht haben. Deswegen, ja, bleibt das eventuell auch, also kann das sein, dass wir schon mehr abgeschlossen haben eigentlich, als das steht. Wir müssen halt die Schreinquests noch finden, damit die als abgeschlossen gewertet werden können. Andererseits fehlen auch noch irgendwie knapp 20 Schreine, glaube ich, locker. Deswegen kann das auch gut sein, dass da noch welche fehlen. Also, dass das so stimmt. Mir wird jetzt keine Schreinquest einfallen, die fehlt. Aber so genau weiß man halt auch nie. Da hat man einfach eine Person mal nicht angequatscht. Schon fehlt eine, wisst ihr? Hä? Hier müssen noch Steine hin. Wo sollen die... Wo soll ich die denn herholen? Hä? Sind da oben Steine, die ich hier runterfallen lassen kann? Nee, oder? Na, schafft er das? Ich warte nur lieber nochmal. Könnte jetzt auch eine knappe Kiste werden hier. Ah, es wird echt eng. Aber es klappt schon. So, hat weg mit dir. Was muss ich denn da machen? Da fehlen auch ganz schön viele Steine, finde ich. Kommt her, ihr zwei. Beiden da, komm her. Oh, tschüss. Warte, das muss ich jetzt mal einmal angucken hier. Ach nee, ach, ich bin so blöd. Leute, guck mal hier, das sind immer nur drei Steine nebeneinander. Und guck mal hier fehlt einer. Ja, okay. Ah, das ist also gar kein Kreis diesmal gewesen. Auch nicht schlecht. Das muss man auch erstmal erkennen. Alter, ist das fies. Wo ist der nächste? Der ist da hinten irgendwo. Warte mal, das ist aber tiefer. Das heißt, nicht runterfliegen. Also, ein bisschen nicht hochfliegen mit Rivali, sondern runter erstmal. Ist ja klar. Macht ja ganz keinen Sinn hier. Und da schon wieder so ein Exalfoss. Ein Miststück, das ich mir holen werde. Wow. Glück gehabt. Du haust nicht auf mich drauf, Kollege. Ja, komm, hol nochmal zu. Zack. Tschüss. Klappe halten. Okay, ich habe echt noch die Waffentasche voll. Krass, wundert mich gerade ein bisschen. So, der Croc, der soll da unten sein. Okay, der kommt gleich auf der Karte auch unten. Auf der Minimap. Jeden Moment. Wo bleibt er denn? Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall heute hier das Gebiet verlassen. Und wieder weiter nach Schreien suchen. Im Hebra-Gebiet, also in den verschneiten Bergen oben im Norden. Bei den Orni. Da sind sogar noch richtig viele Schreine offen, glaube ich. Da wird mir jetzt zum Beispiel noch das Labyrinth einfallen. Halt, langsam. Und ach, da, okay, ich sehe schon. Hier das Gebilde mal wieder vervollständigen. Und es sieht auch nicht so schwierig aus. Na, falsches Modul. Ich muss einfach nur hier reinlegen, oder? Ja, perfekt. Da war ich, mein Kleiner. Gut versteckt hier. So, 65 Crocsamen mal wieder in der Tasche gesammelt. 65 kleine Scheißehäufchen von den Waldgeistern. Ja, komm, ich teleportiere mich zurück zum Teleportmedaillon, macht durch mehr Sinn. Lieber von oben da runter fliegen und dann ab dahin. So, da sind wir wieder beim Medaillon, beim Teleportmedaillon. Das ist eher in der Richtung, oder? Jo, perfekt. Klappe. Die Wölfe gehen mir auch manchmal auf den Nerv, ne? Die können eigentlich noch Felsen runterrollen, wenn da keine Monster mehr sind, die rollen können. Weil da hinten könnten noch welche sein.
Obwohl, da ist auch nichts mehr zu sehen. Und da ist noch jemand zu sehen. Komm. Kann ich den so zu nähern? Ist manchmal blöd, wenn das dann kein Eis-Exalfoss ist oder kein blauer. Nee, Eis müssen das sein, also ich müssen da lang. Laut der Markierung zumindest, kann natürlich immer so ein bisschen sein, dass es so ein bisschen Abweichung ist. Ich habe schon öfter gesagt jetzt. Was ich mich mit der Markierung vertan habe, kann auch sein. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass das irgendwie jetzt da reingesetzt wird, sondern muss ich schon selber machen. Okay, der Stein von da muss da runter. Alles klar. Das ist jetzt wieder ein ganzer Steinkreis. Jetzt ist die Frage, werfe ich den einfach dahin? So mittig? Ja, komm. Wir wissen, der Link ist nicht so stark. Er wäre trotzdem fast runtergerollt. Alles klar. So, zack, hier hin. Und der nächste Krog. Jahaha! Ach, mein Kleiner. So, ach nee, guck mal, hier unten sind noch mehr. Die hole ich mir jetzt auch noch eben. Die kann ich mir jetzt auch gönnen. Denke ich mal. Da ist schon mal ein Windrad. Ach, da brauche ich wieder Pfeile, verdammt. Ja gut, da muss ich halt noch ein paar Pfeile verbauen, und wenn die ausgehen sollten. Ja, ist die richtige, so weg mit euch. Ja, die muss ich erledigen. So, die Körper sind glaube ich runtergerollt komplett, ne? Hab ich richtig gesehen, die Lanze geht fast kaputt, ja dann. Ist fast genauso stark, macht von daher nicht so viel aus. Ich hab auch einen Unterschied ist noch, dass die Wölfe mir jetzt auf den Sack gehen. Haut ab. Verschwindet ja. So, wo sind jetzt hier die Ballons? Da. Okay, wir haben wieder 55 Ballons, okay. Geht ja eigentlich wieder. Ey, verarsch mich nicht. Zwei gekriegt, okay. Und der dritte. Okay, war nicht so schwierig jetzt. Jaha. So, und da unten sind noch zwei irgendwo. Bestimmt der eine im Baum da irgendwo, in einem der Bäume. Wahrscheinlich in dem großen hier sogar. Hier in dem Baum? Wahrscheinlich, oder? Ja, da ist ein Stein, den kann man hier schon so durchsehen, so ein bisschen. Ja, hier ist er. Perfekt. Ja, den jetzt. Das sind so Crocs, ey, die sucht doch kein Mensch. Jetzt mal ganz ehrlich. Als ob jemand jemals hier die ganzen Bäume, bestimmt hat das jemand gemacht, die ganzen Bäume absucht. Nur noch so einem dämlichen Krog. Ach hier, ja, ich sehe schon. Zack, da die Eiche kaputt machen, mache ich manchmal mit dem Pfeil. Ist mir auch zu blöd manchmal. So, wir haben 69 Krogsamen übrig. Und ich werde mich jetzt... trotzdem hier teleportieren, denn das ist wieder weiter oben gelegen. Muss ich nicht so viel klettern. Also, ist schon nicht schlecht gesetzt, das Medaillon. Oder was sagt ihr? Also ich finde es gut, es hätte noch ein bisschen besser liegen können eigentlich. Zugegeben, ist jetzt hier nicht der perfekte Ort, aber hätte auch deutlich schlimmer sein können. So, wir müssen da lang. In die Richtung, in der Iva, Glassirock sogar lag. Das ist ja, was ich sagen wollte. Hier sind auch nochmal Wildbärenläufer, also... ich weiß, ich habe es jetzt auch schon öfter gesagt im Laufe des Let's Plays, jedes Mal, wenn ich irgendwie hier war und Wildbären gefunden habe. Aber dass ich mir da die eine Aufgabe quasi ein bisschen... dass ich die abgekürzt habe, indem ich halt hier die Wildbären durch die Amiibo gekriegt habe, ist letztendlich kein Unterschied gewesen, weil... ich hätte jetzt sowieso wieder genug Wildbären schon längst wieder gefunden hier. Man findet die halt hier echt eigentlich an voll vielen Sträuchern, wie eben gesehen. Ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Leune. Auf jeden Fall ist hier noch ein Exalfoss. So, zack, Schnauze. Warte mal, ist die stärker? Ich glaube nicht, ne? Ne, die ist schwächer. Dann lasse ich sie liegen. Muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier ist auch ein Leune schon. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, gegen Leune zu kämpfen. Muss ich gestehen. Ja, da ist er doch. Sogar ein silberner, scheiße. Ne, dann gehe ich doch ein bisschen anders. Kann er mich hier sehen? Ich hoffe nicht. Hören vielleicht kann er mich noch, ja, das kann sein.
Der eine Kork ist bestimmt eh da unten, oder? Der andere, ja, der ist noch weiter unten, okay. Ich sehe doch da schon wieder so ein Gebilde, oder? Das noch zusammensetzen muss. Der Block ist auch, das ist ja easy. Also manchmal muss man solche Gebilde aber auch echt nur finden, ne? Manchmal sind die total offensichtlich, dann sind die Rätsel aber umso schwieriger. Finde ich persönlich jetzt. Warte, stopp. Na, rein da. Rein da, habe ich gesagt. Okay, sehen wir, wo die Schwierigkeit ist. Perfekt, da ist er drin. So, da warte ich. Frechdachs. Und der, ja, nicht letzte unbedingt. Ich muss eh mal gucken, wie viel habe ich hier noch markiert. Die haben wir jetzt alle gefunden hier, meine ich. Ja, die drei auf jeden Fall. Die sechs, den jetzt, den, okay, die zwei noch. Und die drei hier unten, wie gesagt, die möchte ich mir später holen. Den habe ich vergessen in der Wüste. Hol ich mir auch irgendwann mal. Danach, wie gesagt, ab zu den Hebra-Bergen. Ich habe mir ja schon die rote Markierung, muss man langsam weg, die nervt mich langsam. Ganz ehrlich. Was haben wir denn hier zu tun jetzt? Ach da, wieder so ein Steinkreis. Also eine Formation. Sind die zwei Steine irgendwo zu finden? Denn wenn nicht, würde ich sagen, der kommt hier hin. Jawohl, oder hier hin sogar. Warte mal. Wirklich nur dahin, der eine. Tatsache, ey. Das ist also eine Formation. Kann man ein bisschen... Ich kann ja die schon mal wegmachen, hier die Markierung. Bisschen mit dem... Ja, mit dem verlängerten Unendlichkeitssymbol vergleichen, finde ich jetzt. Oder einfach wie so eine... Wie so ein DNA-Strang, kann man das auch so sehen? Ich glaube schon, oder? So, und der letzte Krogsamen. Da können wir uns hier zum Schrein teleportieren, da ist es sehr nah dran. Das passt ganz gut. Aber ob das jetzt wirklich die letzten Krogsamen sind, die hier zu finden sind im Gebiet, weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht so genau sagen. Es sind auf jeden Fall die letzten, sagen wir mal so, halten wir es mal so fest. Die letzten, die ich mir jetzt holen möchte. So. Ich kann nicht immer nur Krog suchen, das wird hier auf Dauer auch lang, weil ich muss das ein bisschen verbinden mit was anderem. Bin ich der Meinung. Ach, ist der hier auf dem... Auf dem Ding drauf hier? Ach, da unten, oder was in dem... Was ist das, ein Eisklotz? An den Stein einfach, der hier liegt. Ja, okay, das kann man aber finden. Wenn man die Dinger hier runterklettert, dann von da oben. Und wer macht sich die Mühe? Normalerweise. So, und das war's hier erstmal. Auf der Gerudo-Hochebene. Die haben wir jetzt alle gefunden, die hier noch markiert sind. Bin ich der Meinung. Das heißt, wir gehen jetzt hier ab zum... Hierhin, zum Schadarada-Schrein. Würde ich sagen, ist am nächsten dran an der Markierung. Sollte daher ganz gut passen. Und wie ihr eben sehen konntet, habe ich mir da auch schon ein bisschen was markiert, aber das war eher wegen dem Glashirock im Blizzardtal. Das ist ja eine Nebenaufgabe von einem Orni, der da das Dorf der Orni da an der Brücke bewacht, also am Stall der Orni sogar in der Nähe. Ja, da wollte ich auch mal hin, jetzt demnächst, um die Aufgabe auch abzuschließen einerseits. Andererseits, weil da auch noch was zu holen ist, wie ihr sehen konntet. Nicht nur der Glashirock selbst, sondern auch allgemein ein paar Sachen. Also ein paar Koks und so. Ey, man sieht hier gerade nichts, ne? Das nervt mich ein bisschen. Und ich weiß aber auch noch nicht wirklich... Ach guck mal, ich fliege direkt zu dem Berg, wo angeblich ein Kok drauf ist oben. Den ich noch nicht hab. Ah ja, das Windrad schon wieder. Ich sehe schon. Aber jetzt mir ehrlich, ist mir, seid ihr mir da böse, wenn ich mir sowas markiere? Wenn ich da, dass ich dann weiß, wo ein Windrad ist? Schon wieder so ein Ding, das verschwindet hier nach und nach, oder? Oder auch nicht, hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich glaube, dass der eine Ballon, der gerade wieder aufgetaucht ist, der ist gerade verschwunden beim ersten Mal hören. Als wir den Ton nochmal gehört haben, ist auch egal. So, ich muss jetzt zur Markierung. Man kann den Schrein von hier aus nicht sehen, ne? Aber um den zu finden besser, mach ich mir mal die Schrein-Dings an hier. Ich würde sagen, ich nehme einmal Rivali in Anspruch. Rivali Sturm. Das aber auch scheinbar vorne und hinten nicht reichen wird. Das ist wohl noch zu weit weg, oder? Nee. Guck mal, da kommt schon die Markierung, also die Anzeige, der Sensor. Der schlägt schon aus. Alter, ich sehe nichts, ne?
Wegen dem ganzen Schnee. Ganze Schneewehen hier. Sieht aber auch kein Schrein von hier oben, oder? Geht's da rein? Irgendwo? Ich glaube schon, oder? Ach, guck mal, warte mal, wenn hier auch noch Crocs sind, dann hole ich mir die auch noch. Eben. Also hier schlägt schon mal nichts mehr aus, das schlägt in die Richtung wieder aus. Das muss unter mir sein. Dann. Ah, okay, der Croc, der ist auch wieder richtig gut versteckt hier. Aber nicht so gut, muss ich sagen, wie die in der Gerudo-Wüste. Ganz ehrlich. So, Crocs haben erhalten. 74 sind schon wieder. Ne, jetzt erstmal der Schrein. Der ist mir gerade wichtiger. Damit hier noch was passiert in der Folge. Wie hat er denn überlebt? Der olle Wolf. Hier ist nicht. Man kann hier irgendwie reingucken vom Baum aus, den ich mir markiert habe. Natürlich die Frage, wie weit unten ist der, ne? Warte, ich kann ja mal ganz unten gucken, ob da ein Loch ist, irgendwie im. Hier unten. Das sieht irgendwie so aus, als wäre hier eins. Ne, ist aber nicht. Problem ist, ich habe von dem Baum aus nichts gesehen. Dass man da irgendwo rein kann, ne? Das ist das Ding. Das voll, jetzt bin ich hier unten. Ja, ich laufe da mal ein Stück hoch wieder. Wo ist der olle Schrein? Oh, ja, da kommt wieder was runtergerollt. Ach, da ist ein extra Forst, du kleiner Sack. Komm her. Mach dich platt. Alter! Ich habe gekillt! Bleibst du stehen? Ja, darum komm ich auch noch, du Arschgesicht. Du hast keine Waffe mehr. Dann versuchst du aufzuheben, haha! Oh, verdammt, ich wollte eigentlich abbrechen, den Move. Bevor ich den jetzt einsetze, aber ist egal. Gefrorenes Edelwild. Stimmt, man kann ja eigentlich hier Sachen einfach hinlegen. Es ist eher hier irgendwo. Ich flieg doch mal und vielleicht sehe ich ja was. Geht's hier irgendwo rein? Nee, ne? Da geht's aber auch von oben irgendwo rein. War von dem Plateau oben. Da kommt kein Rivali sich wieder aufladen. Ist auch egal. Geht ja richtig schnell. Da! Da ist es! Ey, Rivali, danke dir. Okay, das muss man, glaube ich, echt vom Baum, kann man das wahrscheinlich echt sehen, ne? Ich guck mal eben, wo der Baum ist. Ja, das ist... Nee, hä? Wie soll man das von dem Baum da... Wo ist denn der überhaupt, der Baum? Also, keine Ahnung, ob die den Baum... Ist der da, wo die Flagge ist? Musst du mal echt die Flagge noch hochklettern, oder was? Nee, ist ja ganz woanders. Das heißt, da hinter dem Berg hier. Ja, wie soll man das dann bitte schön sehen können von dem Baum aus? Da muss man die Richtung erkennen. Ich meine, der sagt die Richtung in der Aufgabe, ne? Aber trotzdem. Myosu, Shino-Schrein. Den aktivieren wir mal direkt. Ich bin zu weit weg noch von dem Podesta, von dem Aktivierungsgerät. So, der einsame Baum ist geschafft, Leute. Da habt ihr's. Das war aber auch eine der Aufgaben, die mit am längsten jetzt offen war, ne? Bei den Orni war ich ja eh zuerst, oh Gott. Kraftprobe schwierig auch noch. Warte, ich zieh mich mal eben um, wenn ich nicht mehr Verteidigung hab. So viel Zeit muss sein. Wenn ich die Lebensanzeige sehen kann, wie immer. Ah, hier kann ich wieder mich schützen. Wenigstens. Okay, der ist sehr offensiv unterwegs, der Kollege. Komm, schieß. Komm, hau drauf. Haha, verarscht. Alter, haut das rein, die Waffe. Steckt der eigentlich immer mit rechts zu, mit dem Arm, der rechts von ihm ist? Geil ist, ich kann ruhig das Ding kaputt machen lassen. Okay, er greift an.
Hochkommen. Und weiter geht's. Okay, er greift direkt nächstes Mal an wieder. Also hat sich schnell überholt, erholt von dem Angriff. Ey, das war auch kein Scheiß, Link, würde ich gerade sagen. Und bam! Das hat auch richtig reingehauen. Macht er jetzt schon den finalen Angriff? Ja. Da muss ich jetzt draufhauen, ganz schnell. K.O. Ja, mit der Axt. Da trackt nämlich, glaube ich, auch mit. Krieg schon irgendwas anderes entbehren. Zum Beispiel hier den Mondsäbel, der ist eh fast kaputt. Schwert mitnehmen. Oh, ein Reaktorkern, geil. War dabei. Hat der nicht noch eine Waffe gehabt? War ich hier schon aufgehoben. Ja, der hatte doch drei Waffen, oder? Wo ist denn die dritte Waffe hin? Die ist verschwunden. Wie geil. Ach, da hinten. Ist sie da hinten hingeflogen? Was? Was lasse ich jetzt liegen? Ein Polarstab brauche ich nicht. Mir reicht. Den Eisstab meine ich. Den Eisstab. Habe ich den auch schon fotografiert? Ich glaube nicht, oder? Nö. Eisstab. Direkt mal nachholen. So. Es war jetzt wirklich nicht mehr meine Priorität, das Handbuch voll zu kriegen. Aber was ich hab, das hab ich. Wenn es halbwegs voll ist, dann passt das doch auch. So, ein Diamant. Oh, sehr schön. Sehr wertvoll, kann man noch verarbeiten. Kann man die Rüstung mit verbessern. Bestimmte Ausrüstungsgegenstände. Ist doch geil. So, das war nur eine Kraftprobe, ist ja auch ein bisschen billig irgendwie. Gibt es irgendwie auch so viele Schreine von, bin ich der Meinung mittlerweile. So, ein Zeichen der Bewährung, danke dafür. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Und ich hau meine Fäuste gegeneinander. So, damit habe ich heute eigentlich schon geschafft, was ich schaffen wollte. Ich muss mich umziehen, wieder stimmt. Ganz vergessen. So. Und Schneestiefel nicht vergessen. Ich besser hier rumlaufen kann. Genau, ich kann hier die Markierung jetzt wegmachen. Soll ich mir jetzt noch den. Obwohl, den hole ich mir ein anderes Mal dann. Ich würde gerne noch ein bisschen mich hier in die Richtung aufmachen. Wo war es denn? Das muss eigentlich hier sein, irgendwo. Hinten. Denn wir finden hier irgendwo noch ein Riesenfossil. Aber das sieht man gerade auf der Karte nicht, wundert mich. Vielleicht sieht man es auch erst, wenn man da war, keine Ahnung. Vielleicht wird es dann auf der Karte eingezeichnet. Rivali ist auch schon wieder bereit, wie man sieht. Ich verbrauche noch etwas. Dann bis dahin, ich markiere mir das mal eben. Wenn ich da den richtigen Weg kenne. Und vielleicht finden wir auf dem Weg dann ja noch einen Schrein. Das kann sogar gut sein. Läuft der noch oder ist der kaputt? Aber bevor ich den jetzt mitnehme, da war noch ein war noch ein Krog. Da hinten. Na, den hole ich mir jetzt auch noch. Dann haben wir den auch abgehakt. So. Wie gesagt, ich bin jetzt schon mit dem Erfolg in dieser Folge zufrieden. Aber da noch ein bisschen Zeit ist. Junge. Bist du Silber oder bist du Eis? Nee, das ist Eis, ne? Ja, der ist Eis, okay. Wo ist der denn? Ist der Krog hier unten irgendwo? Kann gut sein. Hier der Stein. Ey, ohne Witz, wenn ich da hingelaufen wäre wegen den Brocken hier, ne? Ich wäre noch dran vorbeigelaufen an dem Stein. Geht erstmal noch in Deckung, alles klar. Oh, ein Seltener. Rodonit dabei? Ne, ein Topaz aber. Ich glaube tatsächlich sogar im Gebiet vom Vulkan, da fehlen nicht mehr viele Schreine. Mir würde da jetzt, glaube ich, noch einer einfallen. Da ist nämlich irgendwie noch so eine Ausdauerprüfung. So, also nicht, ich weiß nicht mehr, ob die so ähnlich war wie die im Gerudo-Tal bei den Gerudo-Brüdern. Aber ich glaube, das war sowas ähnliches. Ich bin mir da absolut nicht sicher, ob das genau sowas war. Dass man da einfach nur aushalten muss in irgendeiner Hitze oder so. Warte, ich kann es euch auch mal zeigen, wo ich genau meine. Wo der sein sollte, nämlich hier auf dem Ding hier oben. Weißt du was, ich markiere mir das mal schon mal. Damit ich das nicht vergesse. Wenn ich schon mal da bin auf der Karte.
Wird zwar bestimmt noch ein bisschen dauern, bis ich da hingehe überhaupt. Ich weiß gar nicht, wann ich da hin möchte nochmal. Als nächstes, also es könnte echt noch dauern. Wie gesagt, wenn da nicht so viele Schreine sind, also wegen dem Schrein natürlich gehe ich da noch hin irgendwann. Aber nein, deshalb. Muss mich da nochmal umgucken, wie viele Crocs da fehlen, weil ich würde dann gerne möglichst viele Crocs in der Einfolge abhalten mit dem Schrein. Ja, und dann... Ja, dann will ich da aber auch direkt alle Crocs nacheinander holen, die ich da irgendwie finden kann. Ja, finden kann ich mittlerweile alle, aber beziehungsweise von Anfang an schon eigentlich alle. Man hat da vielleicht am Anfang noch ein bisschen Problem mit... Was ist denn hier für eine Moblin-Veranstaltung? Junge, Junge, Junge. Hier gehe ich mal direkt weiter, lieber. So, der Schreinsensor, der schlägt nicht aus, Leute. Aber mal so gar nicht. Kann auch nicht sein, oder? Ich gucke jetzt hier gar nicht nach Cox, aber ich könnte mir vorstellen, da oben liegt einer drauf. Hier auf der Spitze. Da gehe ich jetzt auch mal nachgucken, ganz ehrlich. Ich habe im Grunde schon wieder... Oh, wieder so ein... Alter, so ein Kaiserbär. Ich glaub's nicht. Hier ist nix. Oder ist hier doch was? Wartet mal. Da muss ich wieder an Rose anziehen, leider. Das ist nicht schlimm. Ich hau ja ab. Oh, scheiß Bär. Ich hab gesagt, verpiss dich. Alter, der wird wild, der Bär. Das hat mich reingerannt, oder? Piss dich, hab ich gesagt. Alter, Junge. Der wird sich nicht mit mir anlegen, mein Freund. Kommst du her? Man kann die gar nicht anhalten, scheiße. Zack. Und zack, habe ich einen Bär gezähmt. Cool, oder? Dem reite ich jetzt auch ein bisschen. Hängt der jetzt hier fest, oder was, der Bär? Kannst du ein bisschen runter? Der hängt hier fest. Toll. Der hängt hier fest. Der kommt hier nicht mehr weg. Mifas Gebet ist bereit. Hey, warte mal. Ich kann doch mal auf ihn aufsteigen. Warte doch mal, mein Freund. Ich will noch mit dir reiten ein bisschen. Hallo. Komm doch mal her. Der haut ab. Der hat keinen Bock mehr auf mich. Der ist auch nicht mehr böse auf mich. Guck mal. Hey, da war's. Jetzt habe ich den Bären. Das ist ja cool. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Bären geritten selber. Also ich weiß, dass das geht, aber ich habe es noch nie gemacht, glaube ich, selber. Sind auch nicht besonders schnell, aber... Oh, hier ist ein Schrein in hier. Na komm, Dicker. Da mach dich vom Acker. Wo ist der Schrein? Der ist da in der Nähe. In der Richtung. Dann gucken wir uns doch mal eben um, wo der sein könnte. Sache, oder? Bären zähmen leicht gemacht, sag ich dazu nur, Leute. Einfach draufspringen, auf den Rücken, bisschen tätscheln. Dafür, dass ich ihn erst umbringen wollte und der eigentlich richtig sauer hätte sein müssen, ne? Hey, wo ist denn der Schrein hier? Ist der hinter dem Berg oder was? Bestimmt. Ich gerne mal irgendwo hinstellen, wo ich jetzt nochmal jeweils Sturm benutzen kann. Hier, glaube ich, oder? Ja, hier könnte es gehen. So, dann fliege ich da einmal hin. Hier sind doch wieder Brocken. Alter. Bitte mal ein Rhodonit. War da jetzt gar nichts bei? Nichts Seltenes? Tja, eine Niete. Aber hier muss irgendwo ein Schrein sein. Hier schon vorbei. Ich glaube, ich bin gleich schon da. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der nicht über mir oder unter mir ist, sogar schon. Ich lieg da jetzt nochmal hoch. Da hat man ein bisschen Überblick an sich, weil man das hier in den Bergen auch nicht so sagen kann.
wenn die wieder in irgendeiner Höhle sind oder so, die Dinger, dann ist eh Arschkarte gezogen. Ich glaube, der ist schon unter mir. Ich habe vielleicht den Eingang, die Höhle, den Höhleneingang verpasst. Ah, vielleicht ist hier oben noch ein Kork, dann zum grünen Abschluss der Folge. Hier ist echt einer. Man hört's schon. Da, das Windrad wieder. Junge, was soll das denn werden? Wo ist der jetzt? Er scheint da irgendwo stehen zu bleiben, irgendwann. Okay, warte ich noch mal eine Runde. Ist ja nicht schlimm. Alter, wieder zu niedrig. Okay, wir gehen die Pfeile flöten. Ist klar. Verdammt. Zack, hab ich dich, mein Freund. Du kleine Nervensäge. So, Leute. Das war's hier für heute. Wo auch immer der Schrein ist, der... Was soll ich den nehmen? Achso, da ist sogar da... Da, wo ich das Riesenfossil vermute eigentlich, aber gut. Das ist wirklich der Schrein gewesen, oder? Hier muss auch noch irgendwo einer sein. Der gerade auch nicht mehr ausschlägt, komischerweise. Na gut, ist egal. Wir suchen ihn das nächste Mal. Und wenn wir den da hinten ist, abschließen, auch nicht schlimm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Welche Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte noch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und schalt das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.